Willkommen zu meinem ersten Kommandantenvideo für die russische Seite. Heute die Stoßschützentruppen-Fronttaktik, ein wahrer Zungenbrecher und eine wahre Freude für den 1 gegen 1 Spieler. Ich möchte die Taktik hier mal vorstellen und damit das alles so reibungslos klappt, wie es soll, spiele ich gegen die KI. Die lässt sich dann noch relativ gut handeln und da habe ich eine gute Chance, alles auf einmal unterzubekommen. So, Sieg etwas runterregeln hier. So. Ja, was steht uns denn zur Verfügung? Uns steht zur Verfügung einmal die Stoßtruppen. Zu den Stoßtruppen. Das sind Einheiten, die kosten 440 Manpower in der momentanen Version des Spiels. Und sind starke Nahkampfeinheiten, ähnlich den Panzergrenz der Deutschen. Sind allerdings nicht in der Lage, vernünftig in die Panzerabwehr zu gehen. Anders als die Grenz, die man ja mit Panzerschrecks ausrüsten kann. Deshalb sollte man immer zusehen, dass man Rekruten noch in der Hinterhand hat. Dann gibt es hier die passive Fähigkeit Hinterhalt der Panzerabwehr. Das ist das Einzige, was ich jetzt in diesem Spiel nicht nutze, weil ich keine Pack nötig habe jetzt momentan. In diesem Spiel. Von daher, also man kann die Pack tarnen. Dann ist sie, wie gesagt, schwer, also so selbsterklärend schwer zu sehen. Und kann mit der Pack Hinterhalte legen. Da ich nicht viel mit der Pack spiele, in diesem Sinn auch nicht hier. Artilleriesperrfeuer wird angewendet. KV-8 bringe ich ganz zum Schluss noch. Und IS-2. Also KV-8 und IS-2 werden wir auch noch im Einsatz sehen. KV-8 ist ein Flammenpanzer. KV oder KW ist egal, ist beides in Ordnung. Macht hauptsächlich gegen Infanterie, also wenn ihr viel Probleme mit gegnerischer Infanterie habt, sei es Panzergrenz oder halt nur normale Grenz oder was weiß ich, dann nutzt diesen Flammenpanzer sehr, sehr effektiv, ähnlich wie das deutsche Sonderkraftfahrzeug da, das Halbkettenfahrzeug der Deutschen mit dem Flammenwerfer. Ähnlich stark. Dann der IS-2, einer der schwersten Panzer, die die Russen zu bieten haben. Jetzt natürlich nach dem letzten Update nicht mehr der schwerste, seit der KV-2 dazugekommen ist. Von daher aber momentan hier erst einmal die stärkste Einheit auf dem Feld. Ja, also der Punkt hier wird Hauptdreh- und Angelpunkt dieser Map. Klar, wer die Map vielleicht noch nicht kennt, dieser Sektor trennt quasi beide Bereiche der Karte. Also der Computergegner macht auf schwer immer noch den Fehler, dass er den Molotovs nicht ausweicht. Sondern er bleibt immer schön brav drin stehen. Ist jetzt noch nicht der höchste Schwierigkeitsgrad, ich glaube der höchste ist hart oder so, aber ich glaube da werden dann Ressourcen gecheatet. Und dieses Replay oder dieser, ja, das soll ja immerhin was zeigen und nicht in einem Desaster. Wir haben Verluste! Er ist getroffen! So, da oben kippt, jetzt laufe ich mit den Pius zurück, damit die hier unten einen T2 bauen können, wenn es denn soweit ist. Denn die Stoßtrupps kriegt man ja immerhin erst ab einem Kommandopunkt. So, hier müsste ich jetzt mal in Deckung gehen. Jawohl. Frischfleisch ist angekommen. Deckung und Nate. Also... normaler Gegner würde jetzt hier rauslaufen, ne? Ist klar. Warum der Computer selbst auch schwer noch nicht macht, ist... dadurch ist das Spiel natürlich wesentlich einfacher. So, Build Order bei mir dreimal
rekruten, dafür damit nachher noch genug Manpower für die Stoßtruppen übrig ist. Denn mit 4 wird es dann recht schwer und da sinkt ja dann auch dementsprechend der Manpower-Nachschub. An Munition mangelt es auf dieser Map nicht, von daher fliegen die Mollos hier im Akkord. Und den Punkt hier in der Mitte möchte ich momentan auch auf jeden Fall halten. Damit ich, wenn ich jetzt hier drüben cappe, auch noch die Ressourcen bekomme. So, jetzt haben sie sich hier mitten reingestellt. Ziehe ich die natürlich zurück und stelle die anderen dafür rein. So, jetzt ist es möglich, Stoßtruppen aufs Feld zu bringen. Und sobald ich die Manpower dafür habe, werde ich das auch machen. Hier war erfolgreich die Nate. Feindliche Streitkräfte versuchen unser Territorium zu erobern. Dadurch, dass ich jetzt hier immer refreshen muss. Und dann. Ja, jetzt kommen die. Genau, ich wollte gerade sagen, dadurch, dass ich hier immer nach fülle meine Truppen, habe ich momentan keine Manpower, aber jetzt ist sie da. Und die Stoßtruppen folgen und da haben dann die Grenz auch nichts mehr zu lachen. Und es bildet ungefähr so eine stabile Gegenwehr gegen die Panzergrenz. Einziger Nachteil, wie gesagt, der Mangel an Panzerabwehr. Aber dafür gibt es ja die Rekruten. Deshalb passt immer schön auf eure Rekruten auf. Sie sind zwar schwach, zumindest ohne Wett. Aber sie sind verdammt wichtig, falls der Gegner Halbkettenfahrzeuge bringt oder Spähwagen, so die recht früh kommen. So, jetzt können wir die Stoßtruppen mal gut beobachten im Spiel. Einige von euch werden sich auch sicher schon gespielt haben, von daher ist es ja nichts Neues. Was sind die Ausgleichen? PP-Schalen 40. Und man sieht, das geht hier ähnlich wie Rekruten gegen Panzergrenz. Also die Grenz werden hier runtergeschossen, trotzdem wird 1. Ich habe mir die Patch-Notes zum neuen Patch jetzt auch noch nicht durchgelesen, deshalb weiß ich jetzt noch nicht genau, wie sich die Wettstufen auf die einzelnen Einheiten auswirken. Das könnt ihr dann nochmal nachgucken. Gemeint ist jetzt der Patch vom 12. November 2013, der da gekommen ist und einige Änderungen mitgebracht hat, unter anderem halt diese 4 teilweise overpowered Kommandanten, von denen ich hoffe, dass sie in nächster Zeit noch genervt werden. So. So, jetzt gehe ich langsam rein hier ins feindliche Gebiet. Man sollte ja auch mit den, man sollte immer möglichst... gut, okay, das sind jetzt, ich gebe jetzt auch manchmal vielleicht Tipps, die jetzt für Anfänger sind, falls hier auch Anfänger halt zugucken. Wenn man da zu pushen, wo der Gegner gerade nicht sehr, effektiv steht. So ein bisschen unter Druck setzen. Ich meine, das sind so Sachen, die hören sich zwar sehr logisch an, aber man kommt meistens nicht drauf, wenn man dann im Spiel ist. So, bisher sieht es sehr gut aus für mich. Ich habe hier meine 3 Grenz, die alle schon Wett haben und meine Stoßtruppen haben jetzt noch kein Wett, aber ist auch schon gut dran, denke ich mal. 4 Kills. Ist noch nicht besonders viel. Die haben 7 Kills. Ja, also ist durchschnittlich. Jetzt, wenn ich mal jetzt auf den Computer gucke, der hat hier 5, 8. Also ist ungefähr ausgeglichen. Ich würde mal sagen, ich bin ein bisschen besser dran. Ich habe aber momentan 5 Infanterieeinheiten. Er hat auch 5, also von daher. Alles gut, aber er hat noch keine Panzergrenz. Jetzt nach 8 Minuten hätte ich längst Panzergrenz draußen als normaler Spieler. Deswegen ist es wichtig, recht früh die Stoßtruppen zu bringen. Um den Panzergrenz dann im 1 gegen 1 auch vernünftig kontrabieten zu können. So, jetzt nehme ich hier hinten den Treibstoff weg, einfach nur damit er hier die Ressourcen nicht kriegt. Und ja. Und jetzt wieder die Sache hier, er bleibt stehen mit seinen Grenz. Schießt auch die Nate daneben, eigentlich auch nicht normal.
Sowas. Jetzt zieht er sich zurück. Aber der Computer zieht sich eigentlich immer zurück, sobald er noch zwei Einheiten übrig hat. Zwei Infanterie-Mannequin. So, es sieht sehr, sehr einseitig aus momentan, aber das liegt einfach daran, dass ich recht gut auf meine Einheiten aufgepasst habe und er natürlich die ganze Zeit sich immer im Feuer bewegt hat. Also im Normalfall wäre jetzt die Hauptkampflinie irgendwo in der Mitte und das wäre hier ein ja, recht guter Schlagabtausch, denke ich mal. So, jetzt habe ich mich entschieden, ein bisschen offensiver vorzugehen, weil dieser Punkt auch für ihn verdammt wichtig ist. Oder war das zumindest mal der Punkt? Oder ich verwechsel das gerade mit einer anderen Map, das kann auch sein. Jetzt wollte ich eigentlich dem MG ausweichen. Da ich noch die Nate schmeißen. Sehr, sehr riskant. Das Glück, dass der jetzt hier noch überlebt. Ja, überlebt, überlebt, überlebt. Gut, gut, gut. Ganz wichtig. Das war nicht so klug von mir. Vor allem, man sollte halt immer nicht danach gehen, wie viele Leute noch immer in der Einheit sind, sondern wie tief der Lebensbalken runtergeht. Deshalb sollte man auch als Deutscher immer zusehen, recht schnell einen Bunker zu bauen mit in der Basis mit dem Sanitäter drin und bei den Russen halt dementsprechend schnell auch das Hauptquartier in der Hinsicht auszubauen, weil die Einheiten sind halt verdammt wichtig und es nützt nichts, wenn zum Beispiel ein Panzergerinntrupp vier Leute hat, aber nur noch die Hälfte an Lebenspunkten. So, ich auch interessant, das Feuer macht denen hier nichts. Na doch, ein bisschen. Hier unten geht es schon wieder an den Punkt. Auch interessant, Krater, also ist man rundherum geschützt, ne? Also von allen Seiten hat man her den Schutz. Okay, die Nate geht jetzt daneben. Ich glaube, das ist mehr Zufall, dass er sich daraus bewegt hat. Eigentlich sollte ich jetzt hier in Deckung gehen, aber ich bin ja hier unten gerade am Kampf kämpfen. So, habe ich schon meinen ersten Wett 3 Trupp, Wett 2 und Wett 1 Wohnung gedacht, das ist der hinten, okay. Jetzt das MG, möglichst schnell rausrennen. Da sollte ich auch immer hier die UR-Fähigkeit benutzen, um aus dem MG-Feuer zu rennen. Sehr, sehr praktisch. So, ich dachte, der wird... Also das MG ist recht heftig. Da bringt auch dieser Wett 3 nichts gegen den Wett 2. MG ist MG, auch leichtes MG. Tut alles verdammt weh. Und da kommt auch schon der erste T-34. Ich habe mir so überlegt, jetzt ihn früh zu stören, weil jetzt sind er 12 Minuten. Ich habe ihm recht häufig vom weggelassen hier vom Treibstoff. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er noch keine Panzer auf dem Feld hat. Zumal die deutschen Panzer ein bisschen mehr kosten als die russen Panzer. Normalerweise überspringe ich das T3, weil dann längst ein Panzer 4 draußen ist im Normalfall. Aber in diesem Fall jetzt hier lediglich ein T3. Und ich habe immer so die Angewohnheit, schnell Panzer zu verlieren, weil ich immer sehr, sehr offensiv bin. Deswegen halte ich mich in diesem Spiel ein bisschen sehr defensiv. Hier oben steht immer noch das MG, aber die Nate kommt rechtzeitig, um hier das MG zu erledigen. Und der T-34 hilft noch ein bisschen mit. Dann schnappe ich mir das MG hier, deutsches MG, immer schön. Und ziehe mich mit denen zurück. Ist auch mal ganz wichtig zu wissen, wann habt ihr eine Chance gegen den Gegner und wann nicht. Wenn ihr keine Chance, wenn ihr wisst, dass ihr keine Chance habt, also wenn ihr mit Pios gegen Grenz kämpft oder so und ihr seht, ihr habt keine Chance, dann zieht euch lieber gleich zurück, bevor ihr Männer verliert. Es kostet sonst halt nur unnötig Manpower, die aufzufrischen. Ich meine, so ein Auffrischen von so einem Stoßtrupp, weiß jetzt nicht, wie viel das kostet. Kann ich jetzt hier nicht leider nicht, doch kann ich jetzt sehen. Kostet 36 pro Mann. Von daher sollte man immer schön drauf achten, Kämpfe, die man nicht gewinnen kann, auch gar nicht erst zu führen. So, ein bisschen Unterstützung hier. Auch unter Risiko der Nate. Aber der Mörser muss weg. Deswegen jetzt offensiv auf den Mörser. Hier unten geht es auch schon wieder, aber nur gegen Pio-Trupp. Das kann ich gewinnen.
So, jetzt auch die nächste Fähigkeit freigeschaltet. Brandartillerie-Sperrfeuer werden wir auch noch sehen. Wird kommen. Also momentan immer noch keine Pack gebaut, weil ist ja einfach nicht nötig, weil er noch keinen Panzer hat, zumindest bis jetzt. Alles kann man ja nie wissen, ob der Gegner zum Beispiel hier oben ein Munitionslager gebaut hat oder hier. Das macht die CPU auch manchmal gern, so eine Munlager, also ein Lager zu bauen, wenn er merkt, dass sein Vorrat schnell nach unten geht. So, die habe ich hier stehen lassen, um ein bisschen den Punkt zu verteidigen. Hier natürlich die Stoßtruppen gegen die Grenz. Da haben die sehen die Grenz jetzt kein Land. Computer macht es auch mal gut, der geht ja auch gleich auf die immer auf die Treibstofflager. Hier muss ich mir meinen eigenen auch schon wieder zurückkappen, weil ich mir hier auf der rechten Seite beschäftigt war. Aber es hält sich momentan alles sehr gut die Waage. So, jetzt bin ich schon wieder viel zu frontal mit dem T-34 und fange mir auch gleich eine Faust ein. Und wenn ihr eine Faust drauf habt, zieht euch sofort zurück. Panzer, weil man weiß nie, ob hinten nicht doch noch eine Pack steht, die in dem Moment vorgezogen wird oder nicht doch ein Panzer, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat. Also ein Mörser kann unter Umständen auch doll Aua machen. Auch gegen Panzer. So, zweiter T-34, eigentlich schon ein bisschen risikoreich. Habe ich mir dann auch so gedacht. Jetzt hat er sicher irgendwann einen Panzer, der Deutsche. Er hat genug Treibstoff gesammelt, eigentlich auch wenig ausgegeben. Eigentlich gar kein Treibstoff ausgegeben, außer fürs Bauen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Denn bisher kam ja nichts Mobiles von wegen Scout-Car oder Kettenfahrzeug. So, das war's mit dem Trupp. Und so eine Ansammlung an Infanterie bietet sich dann auch an für so ein Artilleriesperrfeuer. Und da kommt nämlich das, was ich meinte, dass damit ich nicht, habe ich nicht gerechnet. Oh. So, jetzt Artilleriebrandsperrfeuer, können wir uns gerne mal angucken. Die Panzerschrecktrupp ausgeschaltet rechtzeitig. Jetzt kommt nämlich ein Panther und da sehe ich mit meinen 2T-34 auch wieder recht alt aus. Und ziehe die erstmal zurück. Mein Gedanke ging jetzt so mehr in die Richtung, jetzt in dem Moment, okay, ich habe 2 T-34, einen Panther. Mit 2 T-34 kann man schon mal einen Panther erledigen. Ich habe auch noch ein anderes Video, wo ich, aber das war ein T-34-85, da habe ich den Panther frontal gerammt und dann waren sie halt beide außer Gefecht, aber ich hatte halt noch zwei andere Panzer, die dann Su-85 und noch ein anderer T-34-85, so eine andere Doktrin, die dann auf den geschossen haben, auf den Panther. Hätte ich hier auch machen können, aber dann wäre natürlich der eine T-34 hin gewesen und das mitten an der Front wäre nicht so ratsam. Mal hinten immer mal wieder ein Panzergrennen mit Panzerschreck oder eine Pack auftauchen kann. Deswegen ist das Rammen immer recht riskant, wenn man sich da halt wirklich an diesen Ort bindet und sich nicht zurückziehen kann. So, die Nate, habt ihr gesehen, hat nicht viel Schaden gemacht. Einen habe ich auf jeden Fall drauf geworfen. Das bisschen da hat eigentlich gehofft, dass der Motor down geht. So. Jetzt bei den vielen Einheiten das Heilen natürlich sehr wichtig. Und das ist das, was ich meine. Die Stoßtruppen haben halt keine Möglichkeit, irgendwie gegen den Panzer vorzugehen. Deshalb gibt es ja hier diese getarnte Pack. So. Und jetzt nochmal schön das 1 gegen 1 mit den Grenz. Und jetzt erstmal gleich Wett. Auch schon 15 Kills. Okay, das MG habe ich jetzt auch gerade neu. Das hat natürlich noch keinen Kill. 18 Kills. Läuft gut. Aufgrund des Panthers natürlich sofort der Tag auf T4. Jetzt habe ich also alles zu stehen bis auf T2, bis auf T1. Also das T3 hätte ich mir auch sparen können.
Aber mit der Su, finde ich, ist man am Anfang mal ein bisschen zu unmobil, weil die muss halt wirklich hinten stehen. Und wenn man schon vorne an der Front steht, ist so ein T-34 nicht falsch, weil man damit schnell mal einen Vorstoß unterstützen kann. Und wenn man gerade so flüssig im Spiel ist, gibt man die Mobilität ungern auf. Und wenn man weiß, dass man den Treibstofflager in nächster Zeit erstmal noch halten kann, dann sollte man auch nicht scheuen, mal einen T-34 aufs Schlachtfeld zu bringen, wenn er halt wenig Schaden macht. So, da habe ich jetzt wieder eine Faust eingefangen. Aber die Pios stehen schon... Nee. Stehen noch nicht an der Front. So, da kommt noch der blöde Panther. Noch eine Nate drauf, oder? Sehe ich jetzt was? Sehe ich jetzt was? Sehe ich jetzt was? Ja, eine Nate jetzt. Laufe ich hin. Ah, es dauert ewig, bis die hier mal eine Nate schmeißen. Jetzt ist auch der Motor down. Und... jetzt wäre natürlich die ideale Gelegenheit, hier den Panzer mit den zwei T-34 abzufangen. Problem ist nur der T-34 mit Motorschaden. Ich wollte ihn jetzt ein bisschen... trotzdem hatte ich jetzt vor, den ein bisschen zu nerven, den Panther. Deswegen aus der Entfernung mal von der Seite drauf schießen. Oder halt auch nicht. Egal. Darf ich dieses zurückziehen? Hier wollte ich diesen Punkt, auch so eine coole Sache, hier würde ich den Punkt beschützen, aber überhaupt kein Sichtfeld drauf. Schlecht aufgestelltes MG. So, krieg ich da noch einen Fuck? Nee, ah, schade, muss eigentlich immer hinterher rennen. Also wenn so ein Fuck kommt, dann hinterher rennen. So, jetzt habe ich Treibstofflager gebaut. Aufgrund des Panthers, dass dann schneller die Su kommt, weil dann Arbeitskraft, die kriege ich bis dahin locker zusammen und den Treibstoff, wenn es so bleibt, auch. Und hier hinten kämpfe ich auch schon wieder. Also das sollte funktionieren. Da ist der Panther wieder. Jetzt sind auch beide T-34 einsatzbereit, statt nur einem. Und jetzt fahre ich einfach mal rigoros vor, weil 2 gegen 1, das kann klappen. Die Infanterie hier zieht sich schon wieder zurück. Von daher ist es möglich, hier ich den Flammenwerfer... killt, so. Nein, jetzt sind wir doch noch mal grenzt, mit denen ich jetzt nicht gerechnet habe, gedacht, die ziehen sich zurück, aber es war wohl ein anderer Trupp. Ich natürlich gleich die Faust drauf. Schieße ich noch mal ins Heck und dann ist der T-34 down. Ah, der Panther ist halt auch noch auf der Hälfte. Deswegen sage ich, zu zweit geht das immer noch. So, auch mal so ein bisschen an die Seite zu kommen, aber der Panther ist halt auch recht mobil für seine Größe. Zwar nicht ganz so schnell wie der T-34, aber dennoch reicht's aus. So, jetzt muss ich mich natürlich auch zurückziehen. Hier vorne kann ich nicht stehen lassen, sonst kommen die Panzergrenze und machen den kalt. So, hier unten habe ich noch Pius rumzustehen. Hier ist ein MG. Hier hat er die Pius rumzustehen. Jo, sind alle auf einem Haufen, super Sache für die Arti. Gucken wir auch mal den Nebel weg hier, dann gucken, was der Gegner so hat. Hier repariert er jetzt seinen Panther. Hat viele, ja, gut, auch ein paar Truppen gerettet über die Zeit, aber ich habe halt viel gefuckt bei ihm. Aber er hat hier auch ein Wett-3. So, jetzt geht's hier nochmal nach vorne. Auch unter anderem, um die Infanterie da zu killen, die den Panther repariert, weil jetzt ist die Su gleich da. Und bis dahin möchte ich, dass der Panther so möglichst wenig repariert wird. Deshalb hier jetzt gleich erstmal eine Nate rein. Und da zieht er sich auch schon zuerst schon zurück. Die nächste Nate auf den Panther. Damit ist der jetzt auch mit Motorschaden versehen. Jetzt müsste ich eigentlich jetzt... Das ist jetzt zum Beispiel so eine Situation, die ich meine. Ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Aber ich bleib hier stehen, einfach aufgrund dessen, dass die Su hier hinten ein Schussfeld braucht. So, jetzt nochmal umzufallen. Jetzt sehe ich erst den Panzer 4. Um das in der Situation nochmal zu zeigen. Er fährt jetzt einfach vor, das ist halt das Blöde an der KI. Ein Befehl und hier wird rigoros befolgt. Ich meine, das kann gut, das kann auch schlecht sein, in dem Sinne ist es halt blöde. Jetzt kommt die Su zur Verstärkung, deswegen hier vorne nochmal aufklären und mit der Su auf jeden Fall hier das Weitsichtding angeschmissen hier, dass er weiter guckt. Und dann auf den nächsten Panzer drauf, die zurückziehen zum Auffrischen. Und hier schießt sie nicht, die Su, weil
weil hier wahrscheinlich ein Hügel ist oder was, dass er da nicht rüber gucken kann. Hier wieder das blöde MG. Ich kann mir immer ich merke mir immer die MG-Position irgendwie nicht, weiß auch nicht wieso. So, jetzt auf jeden Fall, Panzer 4 steht jetzt ideal, aber die Zug kann halt nicht feuern, ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich steht die Kanone zu hoch. Nehme ich mal stark an. So, T-34 ist auch wieder einsatzbereit, aber die Su hat Schussfeld. Und da kriegt er schon einen verpelzt, der Panzer 4. Aber ich traue mich jetzt momentan wegen dem blöden Panther nicht vor, der dahinter steht. So, hier hinten der heiße Kampf um den Fuel Point. Wett 1 gegen Wett 3. Und der Panzer 4 wird hier auseinandergenommen. Aus der Entfernung war nur noch weiter schießt nur KV-2 und der Elefant. Aber zumindest jetzt nach meinen Erfahrungen her. Wenn nicht, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. So, hier hinten steht noch der Trupp rum. Bin halt hier hinten jetzt beschäftigt mit den Panzern. Aber es steht momentan recht gut hier mit den Pios und dem 1W3-Trupp. Ist da eigentlich erstmal safe, wenn hier noch das MG drin. Da kann erstmal nicht so viel passieren. Bin ich gut abgesichert gegen Infanterie. Jetzt könnte ich natürlich schon KV-8 bringen. Habe ich aber erstmal dazu entschieden, auf den KV-2, sag ich, auf den IS-2 zu warten. Weil ich den halt noch nie im Spiel hatte und den halt, oder ein, zwei Mal, aber da war er mal sehr schnell wieder weg. Und deswegen wollte ich den jetzt erstmal bringen. Und der braucht auch noch ein bisschen Treibstoff. 240 brauche ich. Stück für Stück. Zurück, was uns gehört. Und hier Wett 2 gegen Wett 1. Das muss der Trupp gewinnen. Und Scharfschütze jetzt hier hinten. Das ist ein Job für meinen T-34. Einmal den Scharfschützen killen, bitte. Der Panther ist jetzt erstmal egal. Ich habe mit der volle Struktur. Hauptsache der Scharfschütze ist da weg. Scharfschütze weg, das wäre natürlich im Normalfall im Normalspiel auch nicht geworden, der hätte ihn zurückgezogen. Ja, zurück, fahr zurück. So, das ist zum Beispiel blöd, jetzt sage ich ihm, fahr rückwärts hier rein, ja. Und er dreht seinen Arsch erstmal schön zum Panther. Aber die Su kann auch schießen, habe ich vorgezogen. Schön immer drauf, jetzt ist er außer Sichtlinie der T-34. Jetzt komme ich hier mit den Rekruten, um da den Nate drauf zu schmeißen. Und jetzt nochmal vor, damit der hier den Kill kriegt. Kriegt er allerdings nicht. Aber so hat die Su wenigstens Wett 1. Das Halbkettenfahrzeug ist auch hin. Habe ich gekillt mit der Infanterie hier. Mit Nate und Schießen. So eine Sache. Ich habe auch immer anfangs noch gewundert. Achso, Nate, der hat doch noch hier... Viertel hat er doch noch, ne? Das Scout-Car. Dann gegen Infanterie, aber dann wird es halt doch noch gekillt. Oder reicht noch die normalen Gewehre der Rekruten aus, um den so langsam nach unten zu bringen? Auch wenn es nicht viel ist. So, hinten steht, glaube ich, noch eine Pack oder so. Ich weiß jetzt nicht, wieso. Ah, der ist auch recht angeschlagen, deswegen ziehe ich ihn dann wieder zurück. Das hier ist... Ach so, ja. Das ist auch natürlich sehr interessant jetzt hier. Oh, die Su feuert erstmal Richtung eigene Männer. Gerade nicht mehr gefuckt, das wäre natürlich top gewesen jetzt an der Stelle. Und da habe ich auch bald da den Treibstoff, den Treibstoff für den IS-2. Hinten kann ich noch einen nehmen eigentlich. Aber ich war jetzt erstmal mit den Panzern beschäftigt. Jetzt kommt die Infanterie wieder dran. Und hier wird jetzt eifrig gekappt und dann soll hier auch noch der Treibstoff her. Damit wir wollen ja immerhin schließlich noch einen KV-8 aufs Schlachtfeld holen. Mit einem normalen Spieler kann ich das sowas nämlich nicht machen. Wenn ich dann in so einer komfortablen Situation bin, so wie jetzt, dann ist ja normalerweise schon das GG und dann ist Schluss. Und dann habe ich von der Doktrin wieder nichts zeigen können. Deswegen nehme ich ja lieber den die CPU, die spielt wenigstens bis zum bitteren Ende durch. Auch wieder eine ideale Stellung für Brandgeschossartillerie. Aber hier geht es mir jetzt erstmal primär um die Pack, dass die da wegkommt, damit ich mit den Panzern schön vorfahren kann. Da eine Nate.
zurückziehen. Und da unten kommt auch der hübsche, hübsche IS-2. Ich finde den einfach nur toll. Sieht doch top aus, ne? Schöner Motorsound. So, jetzt ballert natürlich die Pack. Muss ich ein Stück zurückfahren. Aber die Pack sollte gegen Su und gegen IS-2 keine Chance haben. So, Artillerie, Sperrfeuer, Brandfeuer, Sperrfeuer, ist das Sperrfeuer? Ja, Artillerie, Sperrfeuer, genau. Schön drauf. Und da ist die Packdown. Sehr schön. Damit auch diese Gefahr gebannt. Hier oben zieht er immer mal noch Infanterie raus. Also dafür passt er auch recht gut auf seine Infanterie auf. Aber wenn es nicht so doll ist. Mittlerweile hat er auch, glaube ich, nur noch Veteran-Pioniere. Ah ja, diesen Wettrop hat er noch, okay. So gut, ein Halbkettenfahrzeug, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. T-34 ist repariert. Könnte auch noch mehr Erfahrung sammeln. Aber für meine Panzer hat so gut wie gar keine Gefahr mehr in diesem Spiel. Deshalb ja, rigoros nach vorn. Und dann hier nochmal ein Artilleriesperrfeuer rein. Um seine Infanterie jetzt hier restlos dem Boden gleich zu machen. Im Erdboden. Auch immer so eine coole Sache. T-34 schießt durch den IS-2 durch. Aber immer noch besser so, als wenn dadurch der Spielfluss leiden würde, wenn der jetzt hier den Panther trifft. Da nehme ich sowas lieber gerne in Kauf. So, jetzt hier unten der Wett-2-Trupp. Oben ist langweilig, da wird einfach nur zerstört, da muss ich jetzt nicht groß die Aufmerksamkeit hinlenken. Und das ist mir eigentlich völlig egal. Denn ich denke, es ist klar, was hier passiert. Da brauche ich hier unten nicht noch den Punkt einnehmen. Was denn? Nein, meine ist noch da. Ich habe nämlich nur einer drin. Aber im Krieg sind mir eigentlich mal so scheißegal. Die sollen da die Position halten und wenn nicht schaffen, dann ja, das ist gut. Sollte man zwar nicht machen, aber auch wichtig, so ein MG nicht unbewacht zu lassen, aber hier im Haus an der Position, wo ich es positioniert habe, ging es eigentlich. Aber das Haus ist auch so gut wie vorm Einsturz. Jetzt den KV-8 angefordert, da fährt er. Den natürlich auch noch zeigen, deswegen habe ich mich hier auch zurückgezogen, damit nicht gleich Schluss ist. Und ich den KV-8 hier nochmal zeige. KV-8, also ein bisschen übertrieben. Ist quasi ein Flammenpanzer auf einem KV-1. Auf KV-1 war er, so wie es aussieht, auf den ersten Blick. Korrigiert mich, ne? Also hier den, wenn ich falsch liege mit der Wanne. Hier jetzt down, ging schnell, habt ihr gesehen. Jetzt auch nochmal hier der Fuck an dem, sofort weg hier. Ich meine, der wurde schon genervt, das muss man sich mal vorstellen. Er macht schon weniger Schaden als noch vor ein paar Versionen früher. Es ist einfach nur viel. Es ist einfach nur viel. So. Damit habe ich die restliche Infanterie eigentlich vernichtet, die er jetzt noch haben sollte. Zumindest die jetzt hier aktiv auf dem Feld rumrennt und deshalb geht jetzt hier wieder nach vorn. Und machen jetzt die restlichen Gebäude fertig. Infanterie steht hier unten schön rum. Da ist nochmal ein Stuck. Das hat er nochmal gebracht. Würde natürlich kein Mensch machen.
Ja, ich dachte mir, ja, das war so ein T34, der ist schon schnell, aber das... Der Computer nicht ganz so blöde, der zieht sich an den Rand der Karte zurück, wo er sich einfach nur zu drehen braucht und von hinten nicht abgeschossen werden kann. Oh, jetzt schießt das... Das ist auch wieder so genial, ne? Der schießt der T-34 anstatt auf das Stück, was die unmittelbare Gefahr darstellt, auf diesen Bunker. KV-8 mittlerweile auch vorn und dann ist das Spiel vorbei. Also eine sehr schöne Taktik, besonders beliebt eigentlich sowohl im 1 gegen 1 als auch im 2 gegen 2. Einfach aufgrund dieser Pack, die man dann auch gut benutzen, verstecken kann. Wenn man halt, weil man halt wirklich als Russe ja recht dünn aussieht. Ich weiß auch gar nicht, wie das Spiel, also wie die Entwickler gedacht haben, ob man, ob die davon ausgehen, dass man T34 bringt, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, die Pack an der Stelle soll wohl der Unterstützung gegen feindliche, also gegen deutsche Panzer dienen. Dass man die ein bisschen überraschen kann, dann sind die halt ähnlich wie bei Scharfschützen. So, wenn die Entdeckungen sind oder so, ne, dann sieht man die ja auch nicht. Ja, um dann dem Panzer mal eins reinzuwürgen, ehe er was sieht. Und ich habe es jetzt auch noch nicht gespielt, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, unter welchen Bedingungen die aufgedeckt wird. Da könnt ihr euch dann auch noch andere Replays angucken oder andere Livecasts angucken von Leuten, die das gemacht haben. Hier an der Stelle sollte es erst einmal nur eine Demonstration der Doktrin sein, die hat ja wunderbar funktioniert gegen den Computer. Aber ich betone nochmal, dass das größtenteils daran liegt, dass er aus den Molotows nicht raus rennt. Also würde er aus den Molotows rennen, hätte er natürlich wesentlich mehr Einheiten, Stärke. Und ich hätte wesentlich mehr zu tun, meine Rekruten auf Wettstufe zu bringen. Und hätte es gegen ihn wesentlich schwerer gehabt. Er hat auch kaum Panzergrenadiere gebracht, so wie ich das jetzt nachhinein noch beurteilen kann. Er hatte, glaube ich, kaum Panzergrenz. Macht auch kein normaler Spieler, weil mit der normalen Grenz kann man ja nicht viel ausrichten. Dann, wenn die Rekruten hier schon Wett 2 sind, dann hat eigentlich der normale Rekrutentrupp... Also wenn der Rekrutentrupp auf Wett 2 ist, dann sieht es für den Panzer, für den normalen Grenz schon recht schwierig aus, außer er hat einen MG42 dabei. Das habt ihr ja gesehen hier unten ab und zu mal mit dem MG42. Hier die Punkte und so. Dann wird es auch haarig, dann hat auch ein Wett 3 Trupp wenig Chancen. Außer er schmeißt sofort eine Nate rein. Ja, mit dem Panzergrenz, ich weiß jetzt gar nicht, was der für eine Doktrin gewählt hat. Okay, also Tiger, Infanterieverbesserung, Bewegung, Auffrischen, Tiger, Stuka, was ist das hier, Einheiten, Panzer? Ah, ist ja auch egal. Ja, die hat er jetzt bekommen, weil das Hauptquartier kaputt ist. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, Panzergrenz. Hatte einen Panzergrenz gebaut mit einer Panzerabwehrkanone, also mit einem Panzerschreck, so. Der war auch recht schnell down. Das war hier in dem Bereich oder ein bisschen weiter südlich, ist ja auch egal. Ansonsten habe ich von ihm keine Panzergrenz gesehen. Im normalen Spiel kommen natürlich die Panzergrenz. Ist klar. Deswegen da auch mal noch ein... Vielleicht noch ein Trupp mehr von den Stoßtruppen. Aber man kann schon mit zwei Stoßtruppen eine Menge erreichen, wenn man drauf aufpasst. Also die bekommen jetzt hier mit dem ersten Wetttrupp auf jeden Fall die Leuchtgranate. Leuchtgranatenfalle. Also die funktioniert so, dass sie, wenn ihr sie irgendwo hin platziert, dass sie wie eine Mine funktioniert, aber dass dann der Bereich hier aufgehellt wird, wenn da Infanterie reinläuft. Also eigentlich, ich meine, es ist ganz nett, aber es macht keinen Sinn an Punkten, die ihr sowieso habt, weil da könnt ihr ja sowieso sehen, wenn was reinläuft. Habe ich auch noch nie benutzt, ganz ehrlich. Ja, ansonsten wahrscheinlich geht Def und Angriff noch hoch, aber wie das genau ist, müsst ihr aber euch mal in den Patchnotes durchlesen. Vorher war das ja für alle Einheiten gleich, da haben sie mit dem ersten Wett die erste Fähigkeit, mit dem zweiten dann defensiv stärker und mit dem Wett 3 dann mehr Schaden. Jetzt soll das wohl individualisiert worden sein mit den
einzelnen Truppen, also die Rekruten, haben bei Wett 2 und Wett 3 oder also bei ihren Wettstufen andere Fähigkeiten als die Stoßtruppen oder die Panzergrenz oder die normalen Grenz und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch dann auch nochmal in den Patch Notes umtun. Wie gesagt, Patch vom 12. November 2013. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch in den ersten, auch sehr beliebten Sowjetkommandanten einen kleinen Einblick gewähren. Demnächst werden von mir noch ein paar andere Videos folgen, auch Replays, sehr, sehr wahrscheinlich, weil ich kann mich in Livecast schlecht auf beides konzentrieren, auf Spielen und aufs Kommentieren. Und im Nachhinein kann man ja dann auch noch Fehleranalysen und so weiter und so fort machen. Und gegen die KI wird sicher auch sein, weil online, wie gesagt, da hätte ich den KV2, KV8 und den IS-2 gar nicht rufen können. Der hätte längst aufgegeben. So, an dieser Stelle nochmal, danke fürs Zuschauen. Wir hören uns und sehen uns. Macht's gut, viel Spaß noch auf dem Schlachtfeld und Erfolg. Bis bald.